Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Brand News ist eine Foodbox, aber die haben sich überlegt, Beauty gönnen wir auch. Deswegen haben die hier für 39,99 eine Beautybox rausgebracht und die müssen wir uns angucken. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 39,99 ist eine ganz schöne Stange Geld. Also wenn ich so an Beautyboxen in dem Preissegment denke, dann geht es Richtung Beauty.at Box oder auch die Luxury Box oder so, ne? Die haben tatsächlich solche Preise, die ausgerufen werden. Ja, und da hat sich jetzt Brand News gedacht, machen wir das auch mal. Der Warenwert soll aber tatsächlich 60 Euro sein, was jetzt nicht so exorbitant viel mehr ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier drin finden werden. Der Grund, weswegen ich auf der Homepage gestöbert und diese Box gefunden habe, war tatsächlich, dass wir oder diejenigen, die den Brand News Adventskalender bekommen haben, eine E-Mail bekommen haben, wo drin stand so, hey, wir haben jetzt vermehrt Kritik erhalten, dass der Inhalt des Adventskalenders doch nicht ganz so gut ankam dieses Jahr. Deswegen könnt ihr euch für die Versandkosten in Höhe von 5,99 € eine Surprise-Box sichern. Das habe ich auch gemacht, aber die kommt erst, keine Ahnung, später, in ein paar Wochen. Ne? Aber da habe ich dann auf der Homepage gesehen, okay, dann haben die diese Beauty-Box dort angeboten. Du hast tatsächlich in dieser in dieser Box nicht noch eine separate Box, sondern das ist direkt die Box. Und dann springt uns natürlich direkt Werbung entgegen. Das ist einmal dieses Schätzelein hier. Und da steht dann halt auch drauf so, hey, wenn du möchtest, kannst du dir die Brand News Box halt auch bestellen und so. Und ne, weißt du Bescheid? Ja, okay. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Dieses Krüppelpapier hier drauf ist das Papier, oder ist dieses Füllmaterial auch aus dem Adventskalender. Und das schiebe ich ein bisschen zur Seite und greife hinein. So, ein klassisches Produkt, Be Natural Beeswax Lip Balm mit Granatapfel, haben wir hier einmal drin. Das ist wirklich ein klassisches Produkt. Ne? Das haben wir öfters schon in Beautyboxen drin enthalten gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht sogar in dem Adventskalender mit drin hatten. Kommt mir gerade nämlich doch schon ein bisschen bekannt vor. Genauso wie das nächste Produkt, was hier gerade durchscheint. Oh, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Doch, haben die, glaube ich, wirklich. Sorry, ich glaube, das ist Veräppelung so ein bisschen. Ja, okay, das hier ist Vella Fusion, die Haarmaske. Die ist super, ne? Das ist eine Full-Size, die hat auch einen hohen Wert. Das ist kein günstiges Produkt, aber die war auch in einem der Brand News Adventskalender drin, Leute. 150 ml, eine Intense Repair Mask, die halt intensiv repariert. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt total blöd irgendwie, ne? Also ich bin auf die Homepage gegangen, weil die sich ja entschuldigt haben, dass den Leuten der Adventskalender-Inhalt nicht so gefallen hat. Und dann habe ich die Box gesehen, war hyped und habe dann jetzt im Prinzip die Produkte, die ich schon habe. Okay, denn ich glaube auch dieses Produkt war, ja. Shea, festes Shampoo, normales Haar, Granatapfel und Avocado. Ja, also, ja. Ja. Ich wiederhole jetzt im Prinzip das, was ich auch schon bei dem Adventskalender-Unboxing gesagt habe. Egal, Leute, komm, das haben nicht alle die Adventskalender-Unboxings gesehen, ne? Ja, okay, festes Shampoo ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich persönlich präferiere, wenn meine Kopfhaut das nicht so gut verträgt und dann halt damit reagiert, dass sie sehr trocken, schuppig und nicht so schön wird, ne? Und deswegen wird das weiter wandern, ist für normales Haar geeignet. Okay. Ja, haben wir zwei Haarprodukte mit dabei. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte für die Haare. Auch das ist ein Klassiker, den wir öfters mal in Boxen finden. Luvas Heilerde, die Reinigungsmaske, die ist auch super. Schöne und gesunde Haut, darüber freut man sich auch theoretisch. Aber ich muss gerade wirklich sagen, ne? Also wir zahlen für diese Box so viel wie für den Anna-Maria Damm Adventskalender, glaube ich auch. Ne? Da haben wir doch auch 39,99 € für bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hochgeladen habe, aber da waren, ich glaube, exakt diese Beauty-Produkte drin. Das ist so frech. Das ist gerade so unglaublich frech. Unglaublich frech. Ja, iPad Mask von Yuti finde ich gut. Ich mag die, die sind schön, die machen wirklich ein tolles Ergebnis auf der Haut. Ne? Ich kann es einfach sehr gut gebrauchen. Übrigens, mein Buch Hallo Mr. Bauchi ist jetzt auch raus. Ich blende euch das ein, aber ich habe es hier auch noch liegen. Yay!
Woo! Ich freue mich wie Bolle, mein Schwangerschaftstagebuch. Schaut in der Infobox vorbei, das könnt ihr jetzt im Pelletier-Verlag vorbestellen. Ne? Gönnt euch hart. Genau, würde ich mich mega freuen, könnt ihr euch sogar im Bundle mit Sammy endlich ankommen holen. Ja, richtig cool. Ja, egal. So, ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, aber wenigstens etwas Positives muss doch in diesem Video auch vorkommen. Okay, also, Yuti iPad Mask. Okay, das ist schön, das ist auch ein gutes Produkt. So. Das sind exakt die Produkte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Creamy Duff, den Duschschaum von Bilou haben wir hier mit am Start. Das ist doch unglaublich, oder? So nach dem Motto, ja, die Lebensmittelprodukte könnten ja schlecht werden, deswegen machen wir jetzt hier aus den Beauty-Produkten noch eine Box, die wir zum gleichen Preis verkaufen. Wie frech! Wie unglaublich frech ist das! Gut, für die Leute, die sich den Adventskalender halt nicht geholt haben, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, aber die Produkte sind halt auch... Ja, die Produkte halt, ne? Dann habe ich hier nämlich auch noch den Blush von Santé Nature Kosmetik. Das ist doch in dem Adventskalender von der Anna-Maria Damme gewesen, ne? Mineral Blush Effekt, ja. 01 Coral ist die Farbe von Santé Nature Kosmetik. Schön. Dekorative Kosmetik, freut man sich ja auch drüber. Und dann halt ein Produkt, wo ich persönlich sage, jetzt gehört nicht in eine Beautybox mit rein, aber scheint irgendwie unbedingt zu müssen. In der Größe 0. The Humble Co. Interdentalbürstchen sind das. Ja, ne, hat halt diesen Zahnbürsteneffekt. Finde ich persönlich auch schwierig. Ich habe halt recht enge Zahnzwischenräume, da gehe ich nicht mit sowas dazwischen. Das tut dann einfach höllisch weh. Mann! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte, die ja eigentlich gar nicht so verkehrt sind. Aber wenn ich halt drüber nachdenke, für den Preis von 39,99 hole ich mir ja die Beautyboxen. Ich meine, wir haben den Wert raus, ist alles easy, das ist vollkommen in Ordnung, ne? Aber ich hole mir dann normalerweise dann ja auch andere Beautyboxen. Man wird ja auch verglichen auf diesem Beautymarkt, das muss man auch dazu sagen. Und ich denke, Brand News hat das jetzt nicht gemacht, offensichtlich, um zu gucken, hey, vielleicht haben wir Bock auch demnächst weitere Beautyboxen rauszubringen, weil das sind ja alles brandneue Artikel, sondern das entspricht überhaupt nicht deren Firmenversprechen, Brand News, alles ist brandneu. Nee, das hier ist tatsächlich einmal wieder durchgewurstet und quasi Quark von gestern oder was auch immer. Das ist wie aufgewärmtes Essen von Weihnachten, oder? Was ihr aus der Tiefkühltruhe rausgeholt habt, dann ist es auch so ein bisschen labberig. Also so ist irgendwie gerade mein Empfinden zu den Produkten. Klar sind das Produkte, die ich toll finde, die ich auch beim Adventskalender-Unboxing gefeiert habe, ne? Ja, 40 Euro... nicht in Sand gesetzt. Also die Produkte werde ich dann halt weiter verlosen und so, ne? Aber ich denke, dass manche sich da echt ärgern werden. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!